Hallo meine Bimbos. Ja, also wir waren gerade Bubble Tea trinken und Bubble Waffeln essen. Ich blende euch auch nochmal wahrscheinlich hier die Fotos ein. Auf jeden Fall wollte ich jetzt nicht so einen Vlog drehen, sondern halt eher so ein Schulvorbereitungsvideo. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Ja, ihr seht es ja dann in der Beschreibung auf jeden Fall. Werde ich jetzt so ein paar Schulsachen noch erledigen, weil ich morgen schon wieder Schule habe. Ja, okay, das ist gerade kein gutes Licht. Ja, auf jeden Fall. Seht ihr gleich, was ich anders mache. Halt auch wirklich gerade gar nicht aufgeräumt. Ihr wollt nicht sehen, wie mein Zimmer aussieht. Auf jeden Fall werde ich jetzt kurz mein Schreibtisch freimachen, damit ich mir erstmal so eine To-Do-List schreiben kann. So, ich habe jetzt mal hier einfach so ein Blatt abgemacht. Ich kann eigentlich auch hier drauf schauen, aber okay, egal. Auf jeden Fall schreibe ich jetzt mal auf, was ich noch zu erledigen habe. Weil ich weiß halt nicht. Schreibt mal mehr gerne To-Do-Listen. Ich weiß nicht, wer schreibt auch To-Do-Listen gerne. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ja, ich schreibe jetzt mal kurz meine To-Do-Liste und zeige euch gleich. Also ich habe jetzt erstmal hier so eine To-Do-List geschrieben. Ich kann sie euch gleich mal zeigen. Das ist meine To-Do-List. Nicht wundern, warum das hier so leicht. Gelblich ist, das ist halt, weil gerade meine Gardine so zu ist wegen dem Wetter. Auf jeden Fall mein Zeugnis, also, ja, ihr seht's ja. Und genau, das werde ich jetzt mal schauen. Und werde ich das alles noch machen. Wir werden ja gerade bei Wetter trinken. Sehr lecker. Für die, die es interessiert, ein Jasmin-Tee mit Pfirsichgeschmack und Litschi-Bar, was ich liebe. Ja, auf jeden Fall. Werde ich jetzt mal schauen. Ich habe ja auch ein Regenhefte, da habe ich fünf Hefte, dann noch ein Regenhefte und noch drei andere. Ja, ich mache dieses Jahr so, I don't know warum. Auf jeden Fall werde ich die jetzt erstmal so ein bisschen machen und euch so ein bisschen mitnehmen. Natürlich bei dem Zeugnis nicht, weil, ja, ihr müsst ja jetzt nicht die Unterschrift sehen oder was weiß ich. Vielleicht blende ich das nachher nochmal kurz hier ein oder so und mache da irgendwas drüber. Genau. Ding ist, ich habe ja ein Schulranzen so von letzten, vorletzten und vorverletzten Jahr. Aber ich habe halt auch noch einen neuen, also so einen Rucksack. Und das Ding ist, also dieser Pastellrosa, wenn ihr mein Geburtstagsvideo gesehen habt, ist das. Auf jeden Fall, weiß nicht, welchen ich jetzt nehme. Ich glaube, ich nehme ja den Rosa, weil der sieht schön aus. Ich habe Schluck auf. Okay. Kommen jetzt erstmal alle Stifte raus. Es sind noch ein paar Anhänger drin. Und ich schaue, welche ich noch mitnehme. Ich habe ja noch ungefähr 500 andere Stifte. Also wirklich 500. Kein Spaß. Ja, genau. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich in Zeitraffer sehen. Oder halt nur so gewisse Abschnitte. Und das ist ja nicht alles. Das ist langweilig, ja, bestimmt auch. Ja, auf jeden Fall mache ich das jetzt erstmal. Ich zeige euch dann das Endergebnis. Das sieht jetzt gerade so leer aus. Genau, bis dann. Ich habe jetzt mal probiert, ob die alle gehen und die meisten gehen eigentlich, also eigentlich gehen alle, die ich auf jeden Fall mit in die Schule nehme und jetzt geht es mal noch an Spitzen und schauen, ob ich noch andere Stifte nehme. Mega mies ist das, wenn dann so die Spitze abbricht und ich das jetzt schon versuche, ganz lange zu spitzen, sieht man ja. Aber irgendwie bricht das immer ab. Ich glaube, dieser Stift ist schon runtergefallen, aber das ist mein bester orangener Stift und das ist halt so ein Künstlerstift, sage ich jetzt mal so. Das kann man dann so mit Wasser machen, dann sieht es halt wie Wasser. Was haben wir verbaut, aber irgendwie, der knickt immer ab. Toll. Toll. Jetzt kommt er. Ich mach mal weiter und suche Orange. Ja, also, Orangenstifte hätte ich, aber halt keinen Buntstift. Hat jemand einen orangen Buntstift für mich? Das wäre echt cool. Jetzt versuche ich, also ich nehme jetzt diesen hier Rucksack. Ja, ich hoffe, das ist eine gute Entscheidung. Werde ich morgen sehen. Ja, hallo. Ich habe jetzt hier meine Nägel gemacht. Wo sind die gerade aus? Hier ist gerade Tinte, aber egal, auf jeden Fall. Lass ich die jetzt gerade noch ein bisschen trocknen. Die sind auch schon fast trocken. Ich habe jetzt auch so, kleiner Tipp übrigens. Wenn ihr eure Nägel länger, also schneller trocknen lassen wollt, geht zum Waschbecken und macht hier so drauf, also lasst das hier so drauf sprudeln. Drauf mal das Wasser, so kalt ist aber. Das geht dann halt auf die Nägel. Und dann hier halt auch. Und dann geht ihr an die Sonne einfach, wenn Sonne ist. Oder halt draußen, damit es schneller abkühlt. Und trocknet das gut.
Ihr müsst nur halt gleich irgendwo ranrammeln oder so. Auf jeden Fall mache ich so, ich glaube in einer Viertelstunde ist es circa. Mache ich mal kurz meine Oma. Dann hole ich noch kurz was ab, dann komme ich wieder her. Und genau, also ich habe halt gerade meine Nägel gemacht, habe auch schon mein Heft ein bisschen ordentlich gemacht. Alles in meinen Schulranzen reingemacht, also meinen Rucksack. Ich weiß halt nicht, ob ich den jetzt für immer als meinen Schulranzen nehme. Ich weiß es noch nicht so richtig oder ob ich den da hinterher nehme. I don't know. Auf jeden Fall, genau, ich überlege halt gerade. Aber, egal. Aha, genau, schaut gerne bei mir mal auf Instagram vorbei oder auf TikTok oder auf Pixar, je nachdem, was ihr wollt. Aber ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da auch ein Abo da lassen würdet. Und ja, genau, wenn ihr gegrüßt werden wollt, schreibt, wenn das hier bei dem YouTube-Video geht, weil bei manchen geht das halt irgendwie nicht, bei meinen, ja, YouTube stellt es halt manchmal außen an. Schreibt einfach was rein und dann halt, dass ihr gegrüßt werden wollt. Und genau, auf jeden Fall, wenn das nicht gehen sollte, könnt ihr mir auch per Instagram, per DM oder unter den Kommentaren schreiben. Und ja, da würde ich mich halt auch mega irgendwie freuen. Ja. Genau. Ich werde meine Nägel noch ein bisschen trocknen lassen und dann melde ich mich später nochmal. Ja, also ich bin jetzt hier in der Schule wiedergekommen. Ich bin jetzt hier an meinem Haus. Und es war voll schön eigentlich heute. Genau. Ich berichte euch gleich nochmal was. Ja, ich laufe gerade das Haus hoch. Wir haben auch Mathehausaufgaben bekommen und so, aber ich weiß nicht, ob ich die heute mache, weil ich habe das nächste Mal am Freitag Mathe. Ja, sorry, habe ganz vergessen, das Shoutout of the Day zu machen. Das mache ich jetzt nochmal hier. Liebe Grüße gehen raus an dich, Tesla, Mavi. Ich habe gerade den Kommentar nicht im Kopf. Es war, glaube ich, ja, auf jeden Fall, ob ich sie grüßen kann. Ihr seht es ja hier nochmal eingeblendet. Ich habe gerade noch meinen PC nicht mit und deswegen ja. Auf jeden Fall gehen liebe Grüße raus an dich, mein Sunflower. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert mich und aktiviert gerne die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr von mir verpasst. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.